Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maywald in Kamen. Heute präsentieren wir euch ein weiteres Video zu unserem Blüthner Konzertflügel, der so langsam wieder Formen annimmt. Und was alles an dem Instrument gemacht worden ist, erfahrt ihr direkt nach diesem Intro. Ja, da sind wir wieder. Hier sehen wir Daniel mit geschickter Hand und einem sehr, sehr scharfen, schönen Stimmnagelbohrer den Stimmstock des Blüthners bohren, den er selber auch gebaut hat. Von Hand ist halt nie absolut super perfekt, aber man hat immer zwei Leute, die dann damit beschäftigt sind, damit man alles so gerade wie möglich bohrt. Wir haben früher mal versucht, von der Firma Ibach eine Wirbelbohrmaschine, so ein Gerät zu übernehmen. Das hat aber nicht geklappt, leider. Sonst könnten wir das noch professioneller machen. Aber so wurde es 100 Jahre lang auch gemacht, hat auch funktioniert. So, wir sind auch wieder auf einen relativ dünnen Stimmnagel zurückgegangen jetzt. Also wir werden den jetzt mit einem 6,9 x 60 Stimmnagel versehen, sodass er auf Jahrzehnte hinaus locker noch ein-, zweimal repariert werden kann. Und wie ihr seht, sind Laura und Daniel ein eingespieltes Team, was das Bohren der Stimmnägel betrifft. Und dann haben wir unseren schönen Bosch-Staubsauger daneben, der auch einen Großteil der Späne sofort wegnimmt. Und da war das Intro. So, bohre, bohre. Dauert eine Weile, sind ja, glaube ich, 250 Bohrlöcher. Hat mal ein bisschen was mit zu tun. Es ist hier auch gerade die Gussplatte drin. Müssen sich natürlich jetzt anschreien, weil auch beide Kopfhörer aufhaben, wegen der lauten Arbeit. Das ist ja auch etwas, auf was der Klavierbauer wirklich achten müssen, auf ihr Gehör. So. Laura schleift jetzt die Schraubenköpfe, die werden wir anschließend auch noch neu bläuen. Das heißt, die saubere blaue Farbe wieder auf die Köpfe bringen. Die Messingscheiben werden poliert. Und werden alles so gestalten, wie es war. Also Blüthner hatte nie hochglanzpolierte Schrauben früher, sondern immer diese sogenannten geblauten Köpfe. Das ist also ein Industrieblau, was durch das Abkühlen der Schrauben in Öl hervorgerufen wird. Werden jetzt schön wieder glatt gemacht, Macken und sowas rausgeschliffen. Und dann bereiten wir die wieder auf. So, hier sieht man den komplett gebohrten Stimmstock. Jedes Loch ist da, wo es sein soll. Jetzt baut Daniel gerade die Messingplatten wieder aus. So, jetzt ist der Gussrahmen auch wieder ausgebaut. Jetzt geht es an das Aufbereiten des Resonanzbodens. Hier könnt ihr wunderschön den nagelneuen, handgemachten Blüthner Stimmstock sehen. Alles so, wie es sein soll. In höchster Qualität mit dem feinsten Holz, das man kaufen kann. Und so langsam geht der Flügel seiner Wege. Hier wird jetzt gerade schon der Resonanzboden geschliffen. Wie ihr sehen könnt, sind die Resonanzbodenspäne schon drin. Wir haben auch aus Amerika einen neuen Blüthner, sogenannten Deckel, also diesen Bodenaufkleber bestellt. Den werden wir auch originalgetreu wieder einbringen in den Flügel. Und jetzt wird hier noch geschliffen. Da hier wirklich nur sehr, sehr wenig Resonanzbodenlack drauf ist, verzichten wir nahezu komplett darauf, ihn abzuziehen, sondern schleifen ihn einfach
runter. Mit den vernünftigen, guten Werkzeugen geht das eigentlich ganz ausgezeichnet. Auch hier seht ihr, Schleifstaub wird abgesaugt. So, jetzt werden die Stege abgezogen. Das heißt, hier wird der alte Lack mit einem Stecheisen entfernt. Anschließend werden auch die Stechkappen obendrauf noch entfernt. Ein kleiner Teil des Langsteges muss repariert werden und der Basssteg bekommt ein neues, komplett neues Stegdoppel, weil dort an den Stegstiften sich kleine Risse gebildet haben, die dafür sorgen können, dass es unangenehme Nebengeräusche gibt, und das wollen wir nicht, und deswegen wird das Basssteg doppelt komplett ersetzt und im Langsteg werden 3-4 Chore neu gemacht, der Rest ist heile. Sehr gut bei dem Flügel ist auch, dass das im Diskantsteg heile ist, dort wo die extra kleinen Messingböckchen sind für die Aliquo-Seiten, das ist alles heile, weil es dann doch das auch wieder ein bisschen aufwendiger wäre, neu herzustellen. So, hier kommt jetzt die erste Grundierung drauf. Das machen wir grundsätzlich, damit wir dann anschließend keine Flecken oder sowas mehr in den Ranzresonanzboden machen können, sodass das Ganze halt dann ordentlich wieder grundiert ist schon mal. So, jetzt ist hier auch der Stimmstock nachgeschwärzt, so wie es das Original war. Falls mal irgendwo in irgendwelchem Material eine kleine Lücke ist und man kann durchgucken, kann man es dann nicht sehen, sieht man nicht auf Holz, sondern es ist halt dann schwarz. So wie es sein soll. Jetzt kommen noch die Stege dran, sprich der... Man wird erst vom Langsteg das defekte Stück ausgebaut. Da zieht Daniel jetzt die Stifte. Hat er schon. Da sieht man auch die ganz leicht die Risse, die da drin sind. Der komplette Basssteg, dort werden die Stifte gezogen. Das ist alles abgezogen, nachgeschwärzt, also nachgraffitiert. Und das fräst Daniel jetzt auch auf Höhe mit einer Oberfräse, einer Handfräse. Da wird dann dementsprechend ein neues Stück eingesetzt. Hier ist Mark da an den Abstichen, zieht die noch weiter ab, die alte Farbe und den Dreck runter, an den Teilen der Stege, die erhalten bleiben. Ist auch eine recht mühsame Handarbeit, muss man immer drauf aufpassen. Hier ist schon das neue Stück Ahorn eingeleimt. Es wird dann beigefräst. Hier ist das Stück Ahorn für den Basssteg, für das Basssteg-Doppel. So, das wird jetzt, ist jetzt schon beigearbeitet und wird jetzt von Daniel weiter anschließend weiter bearbeitet und abgestochen. So, hier wird jetzt der Basssteg abgehobelt, ungefähr um die Hälfte der Dicke, weil unten sieht man die Schlitze in dem Basssteg. Bis dahin wollen wir nicht kommen, aber wir hobeln knapp die Hälfte weg, um dann ein neues Doppel aufzuleimen. Ja, das war's soweit. Hobel, hobel.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Abonniert unseren Kanal, ihr seid wichtig für uns. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns erreichen unter www.piano-maiwald.de, wie der Monat Mai und der Wald, oder unter der 02307 12125. Tschüss!